Ich bin Tiffany Knight und arbeite als Pflanzenökologin. Ich versuche zu verstehen, wie Pflanzen und Ökosysteme sich zu natürlichen und vom Menschen verursachten Umweltveränderungen verhalten. Eine gesunde Umwelt, die eine Vielfalt von Insekten unterstützt, ist sehr wichtig, um die Pflanzen zu erhalten. Die meisten Pflanzen benötigen Bestäuber für ihre erfolgreiche Vermehrung. Das ist entscheidend für uns Menschen, weil wir Pflanzen für viele ökologische Dienste benötigen. Sie binden CO2 und versorgen uns mit frischem Wasser. Wir müssen also wirklich verstehen, was mit Pflanzen passiert. Leipzig, Messestadt und neue Heimat der amerikanischen Umweltforscherin Tiffany Knight, eine der besten ihres Fachs. Sie befasst sich insbesondere mit der Interaktion zwischen Pflanzen und ihren Bestäubern. Am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle Jena Leipzig vergleicht Professor Knight Studien unterschiedlicher Ökosysteme. Wie haben menschliche Eingriffe in die Umwelt die Biodiversität von Pflanzen beeinflusst? Die Antwort findet sich im gezielten Datenvergleich. Biodiversitätssynthese ist für mich sehr wichtig. Denn für viele Umweltfragen ist es wichtig, alles, was bereits bekannt ist, sowie alle Experimente, die gemacht wurden, zu synthetisieren, um herauszufinden, was wir noch nicht wissen und wo unsere Lücken sind. Darum sind Center wie das IDIF so entscheidend. Die Datensynthese fördert wichtige Phänomene zutage, wie bestimmte Reduktionsmuster von Pflanzenbestäubung. Ein zentrales Thema für die Humboldt-Preisträgerin, die auch am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und der Universität Halle-Wittenberg arbeitet. Indem Knight experimentelle Studien verglich, die den Rückgang der Bestäuber bei Pflanzen weltweit beziffern, konnte sie nachweisen, welche Pflanzentypen und Regionen dafür am anfälligsten sind. Weitere Vergleichsdaten sollen das Thema noch umfassender erforschen. Ich entschied, dass es Zeit war, mit dem Geld der Humboldt-Stiftung diese Literatur auszuwerten und nach zusätzlichen Studien zwischen 2003 und 2015 zu suchen. Außerdem haben wir uns sehr bemüht, eine wirklich internationale Gruppe zusammenzubekommen, insbesondere von gut erforschten Gegenden wie China, Brasilien und Südafrika. Neben Vergleichsstudien hat Tiffany Knight ein weiteres Spezialgebiet, die Arbeit mit historischen Datensätzen. In Leipzig ist sie dabei auf Hermann Müller und sein Buch Alpenblumen gestoßen. Der Botaniker zählt zu den Pionieren der Bestäubungsbiologie Ende des 19. Jahrhunderts. Bei seinen Exkursionen in die Schweiz untersuchte er systematisch Alpenblumen und ihre Befruchtung durch Insekten. Das ist ein fantastischer Datensatz, voller einzigartiger Möglichkeiten. Hermann Müller war sehr daran interessiert, die Evolutionstheorie von Charles Darwin zu testen. Er wollte sehen, ob Insekten mit bestimmten Merkmalen, mit bestimmten Pflanzen- und Blumenmerkmalen verbunden waren. Letztlich hat er dieselben Daten gesammelt, für die ich mich heute interessiere. Die Ökologin will sich auf die Spuren Müllers in die Schweiz begeben, dort aktuelle Daten erfassen, um sie mit den alten in Bezug zu setzen. Fauna und Flora werden sich in ihrer Vielfalt und Zusammensetzung verändert haben. Dies zu dokumentieren ist wichtig, um zu verstehen, wie sich die Bestäubung über längere Zeiträume verändert hat. Welche Insektenspezies sind dabei verschwunden? An der Uni Halle trifft die Ökologin ihren neuen Kollegen Robert Paxton. Der Zoologe ist ein weltweit ausgewiesener Bienenexperte. Neben der bekannten Honigbiene erforscht er das Verhalten der Wildbienen. An die 700 Bienenarten sind in Europa heimisch. Viele dieser Insekten sind neu für mich. Robert hat eine wundervolle Bienensammlung. Ich hoffe, er wird mich da durchführen und ein bisschen was über die Spezies lehren, die ich dort sehen werde. Einige Spezies lassen sich vielleicht bald nur noch unter dem Mikroskop bewundern. Studien haben ergeben, dass in bestimmten Regionen nahezu die Hälfte aller Wildbienenarten verschwunden ist. Die Folge: Häufigkeit und Qualität der Bestäubung nehmen ab.
Eine andere Entwicklung nimmt die blaue Holzbiene. Durch die Klimaerwärmung breitet sich das wärmeliebende Tier mehr und mehr aus. Zurück nach Leipzig. Im Botanischen Garten wollen sich Tiffany Knight und ihre Assistentin einen Eindruck von der Pflanzenwelt der asiatischen Tropen verschaffen. Es geht um eine Vorbesprechung für eine große Exkursion zu den Fidschi-Inseln. Knight zeigt beispielhaft, welche Bäume für demografische Studien markiert werden könnten. Ich besuche die Fidschi-Inseln, um zu verstehen, welchen Gefahren Bäume und Ökosysteme ausgesetzt sind. Viele der Pflanzenarten finden sich ausschließlich auf Inseln. Und weil wir die Biodiversität erhalten wollen, ist es wichtig, Inseln zu erforschen. Viele Inselökosysteme wie Fidschi haben keine Bestandsaufnahme ihrer Bäume und deren Gefährdung gehabt. Das ist ein sehr wichtiges Forschungsfeld und ich werde dort einige Studien initiieren. Tiffany Knight zielt auf eine Forschung, die gesellschaftliche Relevanz hat. Sie erfasst neue Daten und synthetisiert bekannte Ergebnisse, um Aussagen über die Zukunft der Pflanzen zu machen, die auch die unsere ist. Mein großes Thema ist, wie wir die Artenvielfalt erhalten können, besonders die von Wäldern. Gesunde Wälder sind wichtig für uns Menschen, für saubere Luft in der Atmosphäre. Außerdem sind viele Menschen von der Ressource Wald abhängig, besonders die Entwicklungsländer. Wie können wir es also schaffen, die Wälder so zu pflegen, dass sie zukünftig erhalten bleiben?